Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier auf dem Frankfurter Parkett zu unserer Sendung Update Wirtschaft, in der wir Ihnen auch in dieser Woche wieder einen Überblick über die wichtigsten Themen im Bereich der Wirtschaft und der Finanzmärkte geben möchten. Schön, dass Sie dabei sind. Insgesamt ist es ja eher eine ruhige Woche, denn viele Marktteilnehmer sind weiterhin im Osterurlaub. Schon vor Ostern waren die Umsätze nicht allzu hoch. Das ist immer so, denn viele fahren natürlich dann erst einmal in den Süden oder wo auch immer hin, um sich es erst einmal gut gehen zu lassen über die Feiertage. Und dementsprechend sieht man das dann auch an den Handelszahlen und meistens eben auch in den Tagen danach. Allerdings gibt es auch weiterhin viele Faktoren, die insgesamt die Finanzmärkte belasten. Da ist natürlich ganz oben der Ukraine-Krieg. Der ist aber zunehmend auch die Sorge um Corona, die sich vor allem in China wieder weiter verschärft. Wir werden im Laufe der Sendung darauf näher eingehen. Und es gibt natürlich zahlreiche andere Faktoren, die insgesamt die Wirtschaft belasten und auch dazu geführt haben, dass insgesamt die Wirtschaftsprognosen für dieses Jahr deutlich gesenkt worden sind. Der Internationale Währungsfonds, der sich im Moment in Washington trifft, der hat ebenfalls im Vorfeld deutlich gemacht, dass die Wirtschaftsprognose von 4,4% für die Weltwirtschaft in diesem Jahr nicht zu halten ist. Vermutlich werden es nur 3,2%. Die Aktienmärkte haben sich vor Ostern zurückgehalten, auch gestern. In den meisten Ländern wurde nämlich bereits gestern schon wieder auch am Ostermontag gehandelt. Sie sehen, in den USA gab es überwiegend Minuszeichen. Bei allen wichtigen Indizes gab es Verluste. Beim Dow Jones etwa ein Minus von 0,1%, beim Nasdaq auch 0,1%, also relativ moderat. In Asien sieht die Entwicklung etwas anders aus. Auch dort heute Morgen überwiegend Minuszeichen, insbesondere in Hongkong. Aber der Index in Tokio, der hat sich berappeln können und hat wieder zugelegt. Gegen den Trend hat er also doch wieder etwas zugelegt, um rund 0,8%. Insgesamt ist die Stimmung also durchwachsen und da wollen wir mal schauen, wie der Frankfurter Aktienmarkt heute auf diese Gesamtentwicklung reagiert hat. Das Börsenbarometer in den letzten Tagen ja sehr schwankungsfreudig und aktuell notiert der DAX bei genau 14.075 Punkten. Das sind rund 88 weniger als am vergangenen Donnerstag, dem grünen Donnerstag, dem letzten Handelstag hier. Die Stimmung ist also weiterhin angeknackst. Wir wollen untersuchen, woran es genau liegt und dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Ulrich Kater. Er ist der Chefvolkswirt der DK Bank. Einen schönen guten Morgen. Herr Dr. Kater, ich habe die Probleme gerade schon angerissen. Ukraine-Krieg, Corona, insgesamt sind auch die Prognosen gesenkt worden. Fangen wir vielleicht mal mit dem Internationalen Währungsfonds an. Man hört, dass möglicherweise die Weltwirtschaftsprognose auf 3,2 von 4,4% gesenkt werden soll. Das heißt, die Wirtschaft läuft im Moment global nicht so rund? Ja, das ist realistisch. Während noch vor ein paar Monaten die Wachstumsschätzung für die Weltwirtschaft irgendwo zwischen 3 und 4% gelegen hat, über 4% sogar, ist es jetzt deutlich Richtung 3% runtergekommen. Die Ursache ist insbesondere der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Steigerungen von Rohstoffpreisen, insbesondere Energiepreisen, die wirken sich auf die ganze Weltwirtschaft aus. Das Einkommen der Konsumenten weltweit wird dadurch geschrumpft, wenn eben die Preise für Energierohstoffe größer sind. Und damit ist der Konsum in anderen Richtungen geringer. Und das bedeutet, dass die ganze weltwirtschaftliche Nachfrage geringer ausfällt. Die Länder, die davon profitieren, von höheren Ölpreisen, können das mit ihrer Nachfrage nicht wettmachen. Besonders problematisch sind natürlich die Probleme rund um die Energieversorgung. Nun wird immer stärker diskutiert, dass die Europäische Union und auch Deutschland natürlich als Teil davon tatsächlich auch ein Embargo gegen Gas verhängen soll. Wir haben das zwar schon etwas reduziert, 40% unseres Gases kommt aber weiterhin aus Russland. Einige Unternehmen warnen seit Wochen sehr, sehr massiv, dass das wesentlich gravierendere Folgen hat, als das so mancher denkt. Wie ist Ihre Einschätzung? Ja, in den ökonomischen Prognoseabteilungen ist ja auch eine sehr große Diskussion darüber, ob die Modelle, mit denen man bisher arbeitet, eine solche Situation abgreifen können. Das bedeutet insbesondere diese doch enge Verflechtung von Grundstoffindustrien in die Produktionsketten hinein. Das bedeutet also die Frage, was heißt es, wenn Chemieproduktionen abgeschaltet werden, wie weit verästelt sich das in die Wirtschaft? Und die mittelfristigen und längerfristigen Überlegungen lauten dahin, dass wenn energieintensive Prozesse in Deutschland nicht mehr stattfinden können aufgrund eines Gasembargos, wenn sie auch nur vorübergehend heruntergefahren werden, ist dann die Situation in den nächsten Jahren so, dass der Standort an
Attraktivität verliert, werden energieintensive Prozesse dann aus Deutschland wegverlagert? Das sind die großen Fragen. Und da die Situation einmalig ist, in der wir uns befinden, ist die Unsicherheit darüber eben sehr, sehr groß. Und das würde dann natürlich auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Das heißt, dann ist sicherlich auch mit Arbeitsplatzverlusten zu rechnen, oder? Das sind die unmittelbar sichtbaren Konsequenzen. Natürlich ist eine Marktwirtschaft in der Lage, auch eine solche extreme Veränderung von Rahmenbedingungen dann irgendwann zu verarbeiten. Aber das braucht sehr viel Zeit und verlangt sehr viel Anpassungsfähigkeit von Menschen beispielsweise, die jetzt ihren Job in der Chemieindustrie haben. Und das hat erfahrungsgemäß sehr, sehr große Konsequenzen, eben auch für den sozialen Zusammenhalt, für den sozialen Frieden. Und das sind die Fragen, die dahinter steckt, wenn man sich jetzt darüber Gedanken macht, ob man eben die Energieversorgung aus den geopolitischen Gründen sofort extrem verändern möchte. Dann schauen wir auf Corona. Auch das ist weiterhin ein Problem, insbesondere in China. Wir werden im Laufe der Sendung noch etwas näher drauf eingehen. Aber trotzdem einmal aus volkswirtschaftlicher Sicht. Die Lieferengpässe, sie sind teilweise wieder etwas verstärkt. Die Sorgen sind da. Wie stark schlägt die Pandemie, von der wir immer so tun, als ob sie weitgehend überwunden ist, aber im Grunde ist sie noch voll da. Wie weit schlägt das weiterhin auf die Wirtschaft durch? Nun ja, hierzulande in Europa haben wir in den letzten Quartalen ja eigentlich schon seit dem Jahr 2020, seit dem Herbst die Erfahrung gemacht, dass die Industrie immer besser mit den pandemiebedingten Einschränkungen umgehen konnte und das hat sich weiter fortgesetzt. Die Produktion ist also durchaus möglich. Das Problem war eher international und das hat sich jetzt nochmal verstärkt, weil in China eben die Voraussetzungen für die Bekämpfung der Pandemie, wie sich jetzt herausstellt, dann doch nicht so gut sind, wie es am Anfang schien. Es kommt ein entlastender Faktor dazu und das ist, dass die weltweite Nachfrage nach Gütern jetzt langsam abebbt. Das war das große Problem während der Pandemie, dass auf einer Seite Lieferengpässe gab, auf der anderen Seite die Nachfrage aber so hoch war, weil so viel Geld in die privaten Sektoren gepumpt worden ist, insbesondere in den Vereinigten Staaten durch die staatlichen Programme. Und das geht jetzt langsam zurück. Das heißt also, es beruhigt sich etwas die Nachfrage. Natürlich gibt es weiterhin große Herausforderungen bei den internationalen Lieferketten, aber das Problem ist etwas entschärft dadurch, dass eben die Nachfrage weltweit etwas zurückgeht. Die Nachfrage sinkt also ein bisschen Beruhigung, nichtsdestotrotz die Probleme und nichtsdestotrotz weiterhin natürlich sehr hohe Preise beim Einkauf, auch der Unternehmen und für Verbraucher. Die Inflationsrate im Euroraum liegt bei 7,5%, das ist Rekord. Die EZB hat sich am vergangenen Grünen Donnerstag trotzdem entschieden, erstmal nichts zu tun. Wie ist das einzuschätzen? Ja, bei der EZB ist immer noch das Nachdenken darüber, dass diese sehr, sehr hohen Inflationsraten, 7%, 8%, eben aufgrund des Energiepreisschocks ausgelöst worden sind. Und dieser Energiepreisschock, das heißt, die hohen Ölpreise werden nicht so weitergehen. Und das bedeutet, dass auch die Inflationsraten wieder sinken. Dazu kommt eine sehr schwache Konjunktur mit großen Unsicherheiten. Und da will man eben nicht noch geldpolitisch Störfeuer setzen. Das ist sehr problematisch, weil wir haben auf der einen Seite ja die Bedrohung, dass die Energiepreissteigerung durchaus weitergehen können. Wir haben ja in der Tat noch Eskalationspotenziale bei den Sanktionen. Wir sind ja mehr oder weniger immer noch mittendrin in dieser Sanktionsspirale. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass selbst wenn sich die Preise wieder im Ölsektor beispielsweise beruhigen sollten, die Gewöhnung an die Inflation, die nimmt ja zu. Und das ist es, was eine Notenbank beunruhigen sollte. Und wir sehen, in Amerika tut es ja auch sehr beunruhigend. Und deswegen ist die Fed ja auch sehr stark dabei, etwas zu tun. Und hier zögert die EZB doch zu lange. Und das wird sich eventuell darin äußern, dass sie dann im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr umso mehr tun muss, um eine Inflation, die vielleicht zurückgekommen ist, aber immer noch bei 3% liegt oder 4% sogar, eben dann einzufangen. In der Geldpolitik ist es sinnvoll, wachsam zu sein und im Zweifelsfalle dann auch mal etwas früher zu reagieren. Ja, viele Verbraucherinnen und Verbraucher machen sich ja zunehmend Sorgen angesichts dieses Nichtstun der EZB. Sie haben gesagt, in den USA steigen die Zinsen möglicherweise bis auf 3,5%, wie es jetzt von der Federal Reserve heißt, bis zum Ende dieses Jahres. Also diese Schere, die wird ja immer größer. Man hat den Eindruck, die EZB, sie nimmt eigentlich ihren Auftrag, Geldwertstabilität zu gewährleisten, für die Bevölkerung nicht mehr wahr. Ist dieser Eindruck richtig?
Das glaube ich nicht, weil irgendwann wird die Argumentation der Europäischen Zentralbank, die sie jetzt hat, nicht mehr haltbar sein. Nämlich, dass eben diese Inflation vorübergehend ist und sich dann eben im nächsten und im übernächsten Jahr wieder Richtung 2% bewegt. Wenn das nicht der Fall ist und wenn die Europäische Zentralbank selbst dann noch zu wenig tun sollte, dann muss man sich wirklich ganz ernsthaft Gedanken machen über die Auffassung des gesetzlichen Auftrages, die die EZB hat. Und dann wird die Kritik auch noch wesentlich größer werden. Zurzeit ist es, glaube ich, eher eine Einschätzung, eine Fehleinschätzung, der EZB unterliegt, die sie dann irgendwann korrigieren wird. Und dann wird es eben teuer. Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank, vielen Dank für diese Einschätzung. Dankeschön, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Vielen Dank. Gerne. Diese Entwicklungen haben natürlich auch andere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Vor etwa 15, 20 Jahren war das Wort Globalisierung das große Schlagwort in den internationalen ökonomischen Beziehungen. Das heißt, die Idee der Arbeitsteilung, sie wurde sehr stark propagiert. Und insbesondere mit dem Aufstieg von China wurde diese Idee, dass nämlich an unterschiedlichen Orten produziert wird, dort, wo es besonders günstig ist, und diese dann durch die Gegend geschifft werden, insbesondere nach Europa, wo sie dann verarbeitet werden, das war der ganz große Trend. Doch die vielen Probleme, die man in den letzten Jahren gesehen hat, insbesondere die Coronavirus-Pandemie, sie haben gezeigt, dass dieses Konstrukt nicht mehr so ganz hundertprozentig funktioniert, immer dann, wenn die Lieferketten unterbrochen sind. Und einige Experten und Volkswirte sprechen mittlerweile von einer Art Deglobalisierung, weil viele Unternehmen sich auf diese Lieferketten nicht mehr verlassen wollen, weil es auch einfach zu teuer geworden ist, und zunehmend dafür sorgen, dass ein Teil ihrer Vorprodukte mittlerweile wieder aus Europa kommen oder sie sogar wieder selber herstellen, weil das teilweise günstiger ist. Deglobalisierung, das ist ein neuer Begriff, der in der Wirtschaftswissenschaft die Runde macht und der möglicherweise eben auch Auswirkungen hat auf unser wirtschaftliches Handeln und möglicherweise natürlich dann auch auf die Preisentwicklung. Woran liegt das und wie sind die Entwicklungen? Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich in Kiel Dr. Holger Görg vom Institut für Weltwirtschaft. Herr Professor Görg, Sie haben sich mit dieser Thematik ausführlich beschäftigt. Haben wir diese Deglobalisierung schon? Wie ausgeprägt ist sie? Deglobalisierung ist meiner Ansicht nach ein sehr starkes Wort. Was wir ganz klar sehen, ist, dass wir in den letzten 5, 6, 7 Jahren ein geringeres Wachstum der Globalisierung haben als noch vorher. Das liegt zum großen Teil auch daran, dass wir gerade in den 1990er bis Anfang der 2000er Jahre eine sehr, sehr starke Globalisierung hatten. Viele Fachleute reden über eine Hyperglobalisierung, also wirklich sehr, sehr starken Wachstumsraten. Das hat sich seit der Finanzkrise 2008, 2009 etwas abgeschwächt. Aber wir sehen immer noch Handel, internationale Investitionen, die weiter wachsen, die jetzt aber geringer wachsen als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren. Wir haben schon gesagt, es gibt viele Faktoren. Corona ist sicherlich ein wichtiger, aber können Sie einmal zusammenfassen, dass ja auch vor Corona schon begonnen hat, was eigentlich die wesentlichen Auslöser waren für diese Entwicklung? Nun, ich glaube, dass, wie gesagt, auch schon vor Corona das Unternehmen dazu überging, zu sehen, dass es Risiken gibt, die vielleicht in der betriebswirtschaftlichen Bewertung der Vorteile der Globalisierung nicht immer betrachtet wurden. Corona und dadurch bedingte Lockdowns, dadurch bedingte Lieferausfälle, aber auch Stockungen im Handel, die dadurch kamen, dass der Unfall im Suezkanal im letzten Jahr, der Krieg in der Ukraine, zeigen, dass es sehr, sehr viele Risiken gibt, die ja vielleicht erstmal gesehen relativ unwahrscheinlich sind und deswegen vielleicht in der Bewertung erstmal keine große Rolle spielen. Ich glaube aber, das Bewusstsein hat sich geschärft, gerade in den letzten 2, 3 Jahren, auch durch protektionistische Maßnahmen der US-Regierung, des Präsidenten Trump zu der Zeit, die doch auch nicht unbedingt immer sehr berechenbar waren. Ich glaube, das hat das Bewusstsein geschärft, dass es Risiken gibt, politische Risiken, aber auch Risiken durch Naturkatastrophen, durch Kriege, Konflikte, die in die Planung der globalen Wertschöpfungsketten mit eingepreist werden müssen. Und ich glaube, die jetzt stärker eingepreist werden. Und das kann eben dazu führen, dass
Klar, wenn auch immer noch die Produktion in China, in anderen Ländern, in Südostasien auf den ersten Blick billiger, günstiger ist als im europäischen Raum, dass durch diese Risikobewertung sich die Kostenkalkulation etwas verschieben und es deswegen dazu kommen kann, dass Unternehmen ihre globalen Wertschöpfungsketten, wo sie einkaufen, wo sie verkaufen, dass sie das neu bewerten und dementsprechend auch umstrukturieren. Können Sie das denn schon erkennen in Deutschland, in der Europäischen Union, dass Unternehmen tatsächlich entsprechend handeln, dass sie vielleicht Lieferketten aus China kappen und tatsächlich wieder Produktion näher in die Region verlagern? Also im Großen sieht man das noch nicht in den Zahlen, die es bis jetzt gibt, Zahlen zum Handel, zu internationalen Investitionen, sieht man das noch nicht. Dafür ist es vielleicht noch zu früh, vielleicht sehen wir das aber auch nicht in wirklich so einem großen Maße. Aber es gibt durchaus Unternehmensbefragungen, die zeigen, dass Unternehmen zumindest darüber nachdenken, gerade in den letzten Jahren, zumindest verstärkt darüber nachdenken, ihre Wertschöpfungsketten anzupassen, umzustrukturieren. Aber wie gesagt, in den wirklich belastbaren Daten sehen wir das im Moment noch nicht. Also das Ganze ist erst im Beginn. Nun hat man der Globalisierung immer große Wohlfahrtsgewinne zugeschrieben. Man hat gesagt, dadurch, dass die Wirtschaft in dieser Art und Weise arbeitet, geht es insgesamt der Weltwirtschaft, aber auch der Bevölkerung besser. Gleichzeitig sehen wir aber auch eine tiefe Kluft zwischen Arm und Reich, die sich im Zuge der Globalisierung verstärkt hat. Wie ist Ihr Fazit bis hierher? Ist es tatsächlich ein Wohlfahrtsverlust gewesen, ein Wohlfahrtsgewinn bislang gewesen? Das auf jeden Fall. Also wenn wir uns die letzten 70 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs anschauen, was in Europa passiert ist, ich denke, da ist es ganz klar, dass die Globalisierung, also die verstärkte Integration von Ländern in internationaler Arbeitsteilung durch Handel, durch Investitionen, durch Technologietransfer, das hat ganz klar zum Wohlstand beigetragen, hat den Wohlstand sehr, sehr, sehr stark erhöht. Wir sehen es auch vielleicht noch etwas aktueller in China, wo sich in den letzten 20 Jahren wirklich sehr, sehr viel getan hat. Die Wirtschaft und die Bevölkerung hat ganz klar vom Wohlstand durch Globalisierung profitiert. Aber wie Sie sagen, das Problem ist auch immer noch, auch in Ländern wie unserem, dass die Verteilung der Wohlfahrtsgewinne dass es ein Verteilungsproblem gibt, dass die Gewinne nicht unbedingt jedem zukommen. Und wenn wir jetzt Deglobalisierungstendenzen haben, das heißt, diese Vernetzung sich wieder etwas reduziert, womit rechnen Sie da, was die Wohlfahrt anbelangt? Nun, ich glaube, da müssen wir wirklich abwarten und auch verschiedene Aspekte betrachten. Auf der einen Seite, wie gesagt, wenn es aus unternehmerischer Sicht angebracht ist, durch die neue Risikobewertung, durch eine neue Kostenbewertung, Produktion woanders anzusiedeln, als sie vielleicht, wo sie vielleicht bis jetzt war, dann kann das natürlich auch durchaus so ein Wohlfahrtsgewinn sein. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn wir wirklich massiv einen Exodus von Unternehmen aus, sagen wir, Ländern in Südostasien sehen würden, die ja Schwellen- bzw. Entwicklungsländer sind, das kann massive Auswirkungen auf den Wohlstand und auf das weitere Wachstum dieser Entwicklungsländer und Schwellenländer haben, wenn sich Unternehmen zurückziehen. Also das sehe ich durchaus als einen problematischen Aspekt, den wir in der Zukunft verstärkt sehen können. Interessante Entwicklung. Wir werden Sie weiter beobachten. Professor Dr. Holger Görg vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Vielen Dank für diese Einschätzung. Dankeschön nach Kiel. Ich danke Ihnen. Haben es in dieser Sendung schon mehrfach angedeutet, die Coronavirus-Pandemie, auch wenn man hier manchmal den Eindruck in Deutschland und Europa hat, als ob das alles schon vorbei wäre, ist überhaupt nicht vorbei. Insbesondere im Ursprungsland in China grassiert diese Pandemie wieder stärker. Und sie hat dazu geführt, dass vor etwa 3 Wochen der wichtigste Handelshafen in Shanghai geschlossen wurde und auch die Stadt zu einem großen Teil abgeriegelt worden ist. Shanghai ist der weltweit größte Containerhafen und natürlich auch für das Land dort von extrem hoher Bedeutung. Das alles hat dadurch natürlich auch schon wieder Auswirkungen auf die weltweiten Handelsketten.
Alex Drost aus der Wirtschaftsredaktion von NDR Info. Einen schönen guten Morgen. Herr Drost, können Sie uns einmal beschreiben, inwieweit diese Einreisebeschränkungen, die es dort ja mittlerweile gibt, und auch die Quarantäne, sich insbesondere auch auf die Unternehmen auswirkt, die ja dort tätig sind, also internationale Unternehmen? Naja, also vor allem haben die Unternehmen und die Mitarbeiter, die das betrifft, mittlerweile wirklich die Nase voll. Denn die 2 Jahre Corona-Pandemie mit der extrem strikten Null-Covid-Strategie aus Peking haben die Mitarbeiter und Manager internationaler Unternehmen wirklich, wirklich mürbe gemacht. Einige berichten sogar von Nächten in der Firma im Schlafsack, ja, um eben nicht nach Hause zu müssen. Kann man ja eh nicht machen, weil die Straßen gesperrt sind. Es gibt Ausgangsbeschränkungen. Also die leben in der Firma, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Diesen Weg will jetzt künftig auch Tesla gehen. Und klar, das wollen viele Mitarbeiter nicht mitmachen und überlegen deswegen auch China zu verlassen. Gibt es denn Anzeichen, dass erste Unternehmen tatsächlich dort ihre Handelsbeziehungen runterfahren und tatsächlich auch das Land verlassen und dort eben diese Wirtschaftsbeziehungen eben einstellen oder reduzieren? Ja, es muss natürlich jedes Unternehmen für sich selbst ausmachen und für sich selbst abwägen. China ist ja als Wirtschaftsstandort extrem wichtig, das weiß jeder. Und speziell Shanghai ist ja auch einer der Finanz- und Handelsplätze der Welt. Aber wenn die Produktion immer wieder eingeschränkt ist oder sogar auch ganz zum Erliegen kommt, relativiert sich dieser Vorteil oder dieser Bonus auch wieder. Gerade teilen dieses Schicksal zum Beispiel auch wieder Volkswagen oder Zulieferer wie Bosch. Und ein kompletter Rückzug wäre da sicherlich eine ganz, ganz extreme Reaktion. Wahrscheinlicher ist es, dass die Unternehmen künftige Investitionen in anderen Teilen von Asien tätigen, wo eben die Produktionsbedingungen die besseren sind. Dann lassen Sie uns einmal auf den Hafen von Shanghai schauen. Ich habe schon angedeutet, eine sehr, sehr wichtige Bedeutung für den asiatischen Handel, für den chinesischen, aber eben auch weltweit. Wie muss man sich das denn vorstellen? Muss man jetzt davon ausgehen, dass aufgrund dieser doch sehr harten Null-Covid-Politik, die da China betreibt, dieser Hafen jetzt im Moment quasi stillsteht? Ja, das wollten wir auch wissen, aber tatsächlich wird wohl noch im Hafen von Shanghai gearbeitet und die größte deutsche Reederei, Hapag-Lloyd, hat auch gesagt, dass man den Hafen auch noch recht problemlos anlaufen kann und auch dort Container abladen kann. Eine Ausnahme sind Kühlcontainer, denn offensichtlich ist es so, dass die Steckdosen im Hafen von Shanghai knapp werden. Offenbar gibt es Probleme beim Abtransport, weil Lkw-Fahrer fehlen. Deswegen stauen sich die Kühlcontainer im Hafen. Das betrifft dann vor allem Waren wie Obst und Gemüse, aber auch Tiefkühlfleisch aus Lateinamerika. Und Hapag-Lloyd macht es jetzt so, dass sie einfach andere Häfen in China anlaufen, um eben dann doch noch irgendwie ausliefern zu können. Also das heißt, ein Großteil der Schiffe, die kommen also weiter her, auch zu uns hier zum Beispiel in den Hamburger Hafen, oder? Ja, genau, die Schiffe fahren noch. Das hat auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft bestätigt. Die Wissenschaftler, die sehen ja in der globalen Containerschifffahrt so eine Art Indiz für den gesamten Welthandel. Und auch von Hapag-Lloyd heißt es, dass der Lockdown in China den Handel per Schiff zurzeit kaum belastet. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Probleme gibt. Ganz im Gegenteil, besonders vor US-amerikanischen Häfen stauen sich die Schiffe und auch die Container, die nicht wie geplant in die Ukraine und nach Russland geliefert werden konnten, die sorgen weltweit für Platzmangel in den Häfen. Also es hört sich so an, als ob die Lieferketten schon weiterhin gestört sind, oder? Ja, also derzeit stecken etwa 12% aller weltweit verschifften Waren fest. Auch das meldet das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und auch, dass Fabriken in Shanghai stillstehen, macht dem IWF Sorgen, dem Institut für Weltwirtschaft Sorgen. Denn von dort kommen ja auch vor allem Elektronikartikel zu uns. Und wenn sich das weiter fortsetzt, dann könnten wir Verbraucher das natürlich merken, aber auch die Industrie, weil vielleicht auch Vorprodukte dann fehlen. Es gibt sogar einige Ökonomen, die glauben, dass der Lockdown in China das aktuell größte Problem für die Weltwirtschaft überhaupt darstellt. Alex Drost mit Einschätzungen und Informationen über die Coronavirus-Pandemie in China und ihre Auswirkungen. Vielen Dank, Alex Drost von NDR Info in Hamburg. Dankeschön. Also es hakt und hapert weiterhin an allen Ecken und Kanten. Und dementsprechend ist es ganz spannend, wie die Unternehmen in den letzten Wochen sich geschlagen haben.
Sie werden in den USA in den nächsten Tagen damit beginnen, sich in die Bücher schauen zu lassen zum vergangenen Quartal, dann natürlich auch hier in Europa und in Deutschland. Das wird sehr spannend werden, denn dann wird man an den harten Fakten sehen, wie stark tatsächlich die Wirkungen sind, die die gesamten Probleme in der Weltwirtschaft mit sich bringen. Wir werden darüber berichten und Sie darüber informieren. Vielen Dank für Ihr Interesse hier am Morgen. Wenn Sie mögen, gerne morgen wieder. Bis dahin, Ihnen einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss.